Ja, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play, nicht nur auf Chaos 2. Ich meine, DSD Steve und. Oh ja, Let's Play Retro. So, ja, im letzten Part haben wir das Zeitquest gemacht. Ich habe mich in der Zwischenzeit wieder richtig erkältet. Wir haben das Zeitquest gemacht? Wir haben Zeitquest gemacht, Mann. Ach so, Sidequests, alles klar. Also. Sidequests. Ja, das ist ja auch ein Timequest. Ja, deswegen dachte ich, dass es gerade. So. Ich dachte mir so, Moment, hä? Das hätte ja Story sein müssen. Ja, lasst uns Zauber lernen. So. Was gibt's denn hier Cooles? Quatsch. Na, Quatsch. Super. Ja, dieser Zauber wird die Attribute der ganzen Gruppe um 50 Punkte. Ja. Wir haben auch vielleicht noch einen. Bei Alex oder so, oder bei ihm noch, was kann er noch? Quatsch, irgendwie alles absorbiert. Mhm. Mhm. Ich dachte gerade von kurzem, dass du abgestürzt bist. So, Stufe zu gering, 95. Na, das war ja klar. Was schauen wir noch bei Alex? Noch langsamer, bitte. Noch langsamer geht's leider nicht mehr. Dass man sich auch noch immer so nervig durchscrollen muss. Oh. Also geil, wie es einfach nur dieselbe Beschreibung ist, nur dass die Zahlen immer größer werden. Das ist alles Mumpels. Du machst mir gerade irgendwie richtig Angst, weil du so extrem still bist, ja. Es tut mir leid. Weil das irgendwie noch so ein bisschen laggt in dem. Ja, okay. Haben wir zumindest einen Zauber gelernt. Haben ein paar Runden verbraucht. Ah, und hier gibt es noch einen Dialog, den ich auslösen möchte. Oh, ein Dialog. Ja. Unsere Russin. Ach, wem sonst? Oh, hallo, Alan. Na, hast du dich ausgeruht? Komm hier nicht mit, hallo, Alan. Du wolltest ihn den Tod schicken. Was? Aber ich... Freunde, ich habe es euch erklärt. Ich denke, es ist nun genug. Bitchfight! Los! Ich danke dir, Alan! Naja, wir wollen keine Sterne kaufen. Das war's. Das war's einfach nur, dass das Alan sagt nein. Ja. Ah. Und wir kommen weiter, indem wir eins der Grimoire lesen. Grimoire, Steve. Ja. Bitte hör auf den Rechtschreibfehler auch noch mit in dein... Weißt du, das Schlimme ist, nachdem du dieses Spiel hier gespielt hast, wirst du dieses Wort wieder richtig schreiben können. Es ist korrekt. Wir müssen mindestens eine Intelligenz von 100 haben. Haben wir aber nicht. Okay. So. Und dann können wir... Das Buch der großen Rechtschreibfehler. Ein Buch in einer seltsamen Sprache. Interessant. Ich kann es lesen. Hier stehen einige Zauber. Ich verstehe sie jedoch nicht. Ich denke, du kannst es lesen. Ja, er kann die Zauber lesen, aber nicht verstehen. Hier steht Nirum, Larum, Löffelstiel. König Genas hat uns doch erzählt, dass es drei Gemohaare gibt. Ah, Martin Sonne, Junge. Oh man, ist mir doch egal, ey. Bestimmt willst du wissen, wo sich die beiden anderen Gemohaare befinden. Ja, du kannst meine Gedanken lesen, Helen. Bist du ein Vampir? Ellen, Ellen, Gerard, Ellen, 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 kannst du mich hören? Vater, halt deine dumme Schnauze, ey. Wie geht's dir? Ellen, Ellen, hörst du mich, Ellen? Ja, Vater. Ich kann mich nicht beklagen, Ellen. Höre mir nun genau zu, ich beobachte euch schon eine ganze Weile. Es ist mir zwar nicht gestattet, mich in das Schicksal einzumischen, aber ich tue es trotzdem, weil ich es kann. Es jetzt kommt jetzt ist geil. Es gibt da eine Grauzone. Ja, ja. Er darf sich nicht ins Schicksal einmischen, aber es gibt Grauzonen. Wenn du uns Silke schickt, ist das in Ordnung. Ich finde, weißt du, das ist einfach die Bürokratie des Himmels, ja? Ja. Du darfst im Himmel, es sind viele Sachen verboten, aber es gibt immer Grauzonen. Richtig. Wenn Gott dich dabei erwischt, dann gibt es eine richtig saftige Strafe. Und ich glaube, du willst nicht von Gott bestraft werden. Also eine Hintertür? Was? Aber wieso willst du dich überhaupt einmischen? Ja, weil ihr sonst das Spiel nicht beenden könnt, ihr Volltrottel? Ja, außerdem möchtest du doch wissen, wo das nächste Grimoire ist. Ich darf es nicht einfach sagen. Ich muss es dir in Form eines Rätsels erzählen. Oh.
Wie gesagt, es ist mir verboten, mich direkt in das Schicksal einzumischen, aber ich kann es indirekt machen. Also höre mir genau zu. Frostig und doch heiß. Ich hoffe, ihr findet es. Du redest in Zungen, aber ich denke, wir finden das. Dessen bin ich mir sicher. Also viel Erfolg, mein Sohn. Ich melde mich, wenn ihr das Grimoire gefunden habt. Fick dich, Vater. So, frostig und doch heiß. Es muss um auf der Schneeinsel sein. Du meinst in dieser komischen Magma-Höhle auf der Schneeinsel? Warum sonst sollte diese Höhle dort sein? Oder war das im ersten Teil? Da haben wir doch was gefunden schon, diesen Lavastein. Stimmt. Für eine Quest. Aber es würde Sinn ergeben, oder? Ja. Ist das doch heiß? Da war Lava drin. Aber ich denke, es gibt jetzt eine neue Höhle. Bestimmt. Rein von der Logik her. Also ich weiß jetzt nicht, wo sie ist. Ja, wir müssen sie suchen. Naja, gut, ich meine, die Eisinsel oder der Eiskontinent oder was auch immer ist jetzt nicht unbedingt groß. Ist ja die Frage, wird diese Insel südlich von dem Eiskontinent, also rechts südlich sozusagen, ne? Wir fangen jetzt damit an. Da, die gehört scheinbar nicht mehr damit dazu. Hier würde ich das machen. Ist ja kein Eis. Da, 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 da. Ich glaube nicht, dass du was findest. Loh, suche doch dort. Das sieht einfach alles nicht richtig aus. Ich würde da keine Events platzieren. Ich würde mir einfach nur denken, schön, ein sinnloses Stückchen Erde. Du weißt ganz genau, was es ist. Das machst du nur, um zu zeigen, was für ein awesome Game das ist. Ich weiß es tatsächlich nicht. Oh man, ey! In der Höhle? Ist das nicht die, in der wir schon mal drin waren? Ja. Oder? Ich hab keine Ahnung. Nee, es sind andere Gegner. Der war wir noch nicht drin. Ja. Der war auf jeden Fall ziemlich schnell. Platt. 1500 Erfahrung. Naja, ich meine, wir werden es sehen. Ich denke, das ist ein Level 30 Quest hier ungefähr. Wenn das wir schon lange machen können, also so vor 40 Parts, so hätten wir das schon machen können. Ja, hier waren wir noch nicht drin. Ist das da gerade wirklich ein blauer Dinosaurier, der eine Hose trägt? Ja. Oh Mann, ey, wie tief sind wir heute Abend eigentlich schon gesunken? Jetzt sehr tief. Ah, ich meine wirklich das Einzige, was diese Hintertür, diese Grauzone toppen könnte, ist ein fucking grüner Dinosaurier, der eine weiße Hose trägt. Was soll das? Warum ist er nicht mal ein Echsenmensch oder so? Ja, er sieht wirklich aus wie aus Die Dinos. Ja? Jetzt hätte jemand so ein Die Dinos. Ja, wir machen jetzt mal ein Die Dinos RPG-Maker-Spiel. Jetzt müsste eigentlich eine Frage kommen: Warum hat das eigentlich noch nie jemand gemacht? Zum das, Glück hat das noch niemand gemacht. Da ist meine Antwort. Nein, ich finde das eigentlich schade. Und die Charts ist dazu eigentlich ziemlich cool. Nur meine Antwort ist dazu einfach nur, weil die Leute halt einfach alle Final Fantasy gespielt haben. Ja. Das sowieso. Jeder von denen hat zwar bestimmt auch die Dinos geguckt, aber die Dinos war eine Fernsehserie und kein Spiel. Und deswegen, du kannst ja nicht eine Fernsehserie in ein Spiel umsetzen. Nein, nein, sowas geht nicht. Kannst ja. Du ein Spiel in ein Spiel umsetzen. Ja, jetzt habe ich auch noch das Problem, dass irgendwie ein Haar verschluckt, also nicht verschluckt, aber es ist gerade irgendwie im Mund, glaube ich. Hm. Ja, was nimmst du denn für Dinge im Mund? Das ist maximal unangenehm. Ich frage mich eher, wie das da reingefallen ist. Ja, ja, auf einmal da irgendwelche länglichen Sachen im Mund. Ja, du bist auch länglich. So ganz plötzlich, oh mein Gott. Warum das denn her? Und was liegt denn da? Am Ende des Pfades. Wow, für ein Geheimnis, ne? Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Mit dem grünen Stein. Da fällt mir nicht so ein. Das ist wahrscheinlich radioaktiv verstrahlt oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja, zumindest ein fair. Ein grüner Stein ist okay. Also. Da das ist immer noch besser als ein gelber Stein. Du weißt ja, die riechen so unangenehm. Ja. Aber machen das intelligenter, ne? Oder? Weiß nicht. Ich weiß nicht, was gelbe Steine machen. Könnten noch Abwehr steigern. Ja klar, weil wenn also du das abbekommst... Ich hatte bisher noch nie die Courage, irgendwie einen Stein aus der Toilette zu essen. Aber wenn du das möchtest, dann
Wenn das deine Intelligenz steigert, dann probier das mal aus. Mal schauen, wie viele Ebenen das lang ist. Ist egal, ich meine, wir machen nichts anderes, außer durch die Gegend laufen und es geht hier alles recht schnell und die Gegner sind auch schnell geentert. Also schau, es gibt noch eine Stadt, auch eine Story-Stadt. Ist das gerade Chaozu genannt? Ciao. Ja. Ciao. So. Nein, schau, es gibt auch noch eine Stadt. Das ist eine Story-Stadt und für die muss man Level 50 sein. Eine Story-Stadt. Ja. Und die taucht dann plötzlich auf. Die gab's die ist fürs Worldbuilding unendlich clever. Es gibt kein Worldbuilding in diesem Spiel. Ja, und bei dieser Stadt denkt man sich so, das war's jetzt endgültig. Alles, was am Worldbuilding bis zu dem Zeitpunkt da war, wird nochmal komplett über den Haufen geworfen. Also ich meine, dadurch, dass bisher noch nichts geschehen ist, kann noch nichts über den Haufen geworfen werden. Also ich meine, ein bisschen was gibt's irgendwie. Naja, wahrscheinlich haben die ganzen Geschehnisse aus der Vergangenheit niemals stattgefunden. Ja, wir haben das Ellenversum. Alles ist möglich. Toyota. Nee, Ellen. Okay, nee, das ist nach oben. Das sieht irgendwie richtig aus. Ja. Vielleicht noch ein Geheimnis. Nicht nur vielleicht, Steve. Nicht nur vielleicht. Und natürlich die Erfahrungspunkte, darf man nicht verpassen. Genau, diese wichtigen 1500 Erfahrungspunkte von den drei Echsenmenschen. Ja. Die sind ganz wichtig. Wenn sowas wir transaktiv haben. Und dadurch mehr Schaden machen. Ja. So, jetzt können wir hier mal schauen, ob das zählt. So, wir haben aktuell 885, ne? Truhen zählen nicht als Geheimnis. Nee. Ist ja auch kein Geheimnis, es steht ja einfach nur offen rum. Da musst du schon mit Sachen interagieren. Na gut. Aber na gut, allein schon, dass wir noch eine Queststadt haben. Passt auf, wo ihr hintretet. Das ist verdammt gefährlich hier. Oh man, sehe ich aus wie ein Hühnchen, ey. Muss nicht geröstet werden, ey. Dann wärst du immerhin mal etwas knackiger. Oh man, ey, glaub mir, ey, wenn ich will, ey. Ich möchte euch ja nicht unterbrechen, aber wir sollten uns lieber hier drauf konzentrieren. Und darauf achten, dass wir nicht in diese Brühe fallen. So müsst ihr unendlich heiß sein. Und ihr könnt doch gar nicht runterfallen. Das ist einfach eine Begrenzung. Richtig. Da kannst du nicht drüber laufen. Natürlich nicht. Dann bringen wir mal diese Echsenmenschen hier um. Mit dem ganz innovativen Kampfsystem. Du meinst diese ganz innovativen Echsenmenschen? Ja. Mit ihren komischen Hosen? Fuck, das sind keine Echsenmenschen, das sind grüne Dinosaurier, Mann. Erzähl mir ja nichts. Ich weiß ganz genau, wie Echsenmenschen aussehen. Ich habe genug Dragon Quest Monsters gespielt. Ja. Und Heroes of Might and Magic. Ja. Ich weiß, wie Echsenmenschen aussehen. Und die tragen keine Hosen. Ja. Die tragen keine Hosen. So bescheuert. Warum sollten Echsenmenschen Klamotten tragen? Naja, damit es nicht rumhängt. Ich glaube, bei Echsen funktioniert das nicht so. Naja. Haben Echsen nicht auch Kloaken und sowas? Ja, weiß. Der hätte man aber damals in der Schule aufpassen müssen. Das sind ja Echsenmenschen. Verstehst du? Ja, aber sie sind ja näher an der Echse dran. Als ja, ja, sie sind... Es geht einfach nur darum, dass das Gehirn sozusagen höher entwickelt ist und dass sie aufrecht auf zwei Beinen gehen. Und das Gemächt eines Mannes haben. Ja, das muss man natürlich sagen, dass diese ganzen anthropomorphen Tiere dann irgendwie immer, ja, die haben auch immer ziemlich große Brüste. Ja, natürlich. Frauen. Super. Das ist noch nicht mal ein Geheimnis. Also ich meine, das kann ja vielleicht bei irgendwelchen Säugetieren Sinn ergeben, aber... ja. Aber ja, bei solchen Tieren... Bei Echsenmenschen wird es dann wirklich leicht absurd. Oder irgendwelche Insektenfrauen. Insektenfrauen ist wirklich zu absurd. Da müsste man Horrorfilme gucken und das mache ich nicht. Seht mal, wer da vorne steht. Oh man, wer denn? Ja, wer? Ah. Seht mal, wer da vorne steht. Ja, Freund. Da, wer auch immer. Das Böse.
Was hast du den hier zu suchen? War meiner, ja? Ich denke schon. Ach, Alan. Es war deiner. Du hast die Dachstimmding gegeben, oder? Nein. Ach, Alan. Ich bin euch einfach nur einen Schritt voraus. Oh, man, ey. Du uns einen Schritt voraus, ey. Wir haben es immerhin schon geschafft, das erste Grimoire zu lesen, ey. Wir sind super klug, man. Das habe ich schon längst getan, du widerliches Gehirnsieb. Wow, was für ein harter Diss. Dann machst du gemeinsame Sache mit Atze, habe ich recht? Ja, Atze hat bisher noch mit niemandem irgendwas zusammen Let's Play. Erzähl hier keinen Shit. Denn ihm haben wir das erste Grimoire abgenommen. Dieses, was du da hast, werden wir auch bekommen. Und ich verspreche dir, dass wenn hier an mir vorbeikommt, wird Atze das dritte Grimoire bereits haben. Dass wir mit Atze fertig werden, haben wir bereits gezeigt. Ihr Narren. Ich bin böse, deswegen nutze ich das Wort. Das ist echt cool, oder? Aber die Sache ist, pass auf. Weil wirklich, bin ich einen Tag als Super-Schurke hätte, dann würde ich dieses Wort aber auch sowas von extrem spammen einfach nur. Ihr Narren. Ich meine, nein, es ist einfach nur so. Ich meine, wirklich, du musst es dir einfach so vorstellen, dass da irgendwie das Militär ankommt und die wollen dich mit irgendwelchen Waffen angreifen. Und dann sagst du einfach nur, ihr Narren, ihr könnt mich mit euren lächerlichen Mitteln nicht vernichten. Ja. Atze hatte von mir den Auftrag, euch gewinnen zu lassen. Ich finde das nicht immer so cool, wie der Plot sich einfach immer so zurechtrückt, wie es am besten passt. Ich wollte sehen, wie ich auf grausame Weise die Hoffnung aus dem Strahlen eurer Gesichter reiße. Aber jetzt hatten wir noch Zeit aufzuleveln, eine neue Rüstung und Waffen zu kaufen und neuen Zauber zu lernen. Ihr seid nicht mehr als Figuren in meinem kleinen Spiel. Na los, holt euch das Grimoire doch. Oh, okay, man, machen wir ihn fertig, ey. Gib dich uns zu erkennen. Ihr werdet die Wahrheit sowieso nicht verstehen. Aber keine Panik. Dein Vater wird dir sicher alles erklären, Alan. Im Jenseits. Dazu wird es nicht kommen. Vater hat nur mir verraten, wo sich das Grimoire befindet. Wie kann dieser Kerl davon wissen? Er weiß scheinbar auch von deinem Vater, Alan. Aber, ob wir den Kampf schaffen. Das der Kampf dauert so lange, dass du erfahren wir im nächsten Part. Ich bin euer DSD-Steve und euer Let's Play Retro. Möge die alte Macht mit euch sein. Tschö.